Gleich bei TV Berlin aktuell. Giffey und Saleh setzen gemeinsames Zeichen für Berliner Wirtschaft. Was machen Schmerzmittel mit unserem Körper? Und großes Kino im Knast. Und damit hallo und herzlich willkommen zu TV Berlin aktuell am Freitag, dem 28.02.2020. Franziska Giffey und Raed Saleh möchten gemeinsam an die Spitze der Landes-SPD. Und dafür gehen die beiden schon mal ordentlich Werbung machen. Heute Morgen ist das Duo das erste Mal gemeinsam im BMW-Werk Spandau aufgetreten und haben damit gleich ein Zeichen gesetzt, dass ihnen die Berliner Wirtschaft wichtig ist. Agnes Fischer hat für uns die Details. So sieht ein Siegerteam aus. Darauf hofft zumindest die Berliner SPD. Eine Frau mit viel Strahlkraft am Lenker und der Mann darf als Sozius Platz nehmen, mehr aber auch nicht. Franziska Giffey und Raed Saleh sollen auf dem nächsten Parteitag als neue Doppelspitze der Berliner Sozialdemokraten gewählt werden und starteten heute schon einmal ihre Werbetour. Dabei war der Ort bewusst gewählt. Mit dem Besuch des BMW-Motorradwerks in Spandau will sich das designierte Führungsduo zu Berlin als Wirtschaftsstandort bekennen. Ich finde es richtig und wichtig, dass das erste Signal ist, die SPD ist die Partei der Arbeit, sie ist die Partei, die hier für die Wirtschaft in dieser Stadt ein Partner ist. Wir wollen eine starke Wirtschaft hier. BMW ist ein Werk, was weltweit einzigartig ist. Es ist der Hauptstandort für die Motorradproduktion in der Welt, was BMW angeht. Und hier arbeiten über 2000 Menschen. Das sind viele, viele Berlinerinnen und Berliner, die für diese Stadt Wohlstand erarbeiten und die dafür sorgen, dass die Stadt auch funktioniert, dass Produkte made in Berlin für den Weltmarkt einfach da sind. Darauf können wir stolz sein als Berlinerinnen und Berliner. Und es ist ganz klar, dass eine zukunftsgerichtete Politik nur so funktionieren wird, dass wir die Wirtschaft stark machen, dass wir Technologie, Innovation, Investitionen fördern und unterstützen und dass wir damit die Stadt insgesamt voranbringen, auch als Metropole, die weltweit eben Vorreiter ist, was Investitionen in Innovation und Technologie angeht. Und deshalb sind wir heute hier. Und treten Sie schon quasi als Parteispitze auf, obwohl Sie noch gar nicht gewählt worden sind? Haben Sie nicht Sorge, dass das vielleicht nicht ganz so auf Zustimmung in Ihrer Partei und auch bei den Delegierten fällt? Wir besuchen hier heute ein Motorradwerk. Das ist ja schön, wenn so viel Interesse da ist. Wir sind ganz klar Kandidaten. Wir sind nicht Parteispitze. Aber das Interesse ist sehr schön. Und es geht ja schon darum zu sagen, mit welchem Programm auch wir antreten. Und ich denke, das wird auch sicherlich von den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Berlin gutiert werden, wenn wir zeigen, wir interessieren uns gemeinsam für unsere Stadt. Und es ist natürlich auch ein ganz klares Statement, dass wir den ersten gemeinsamen Besuch tatsächlich bei einer Firma haben, bei BMW, bei einem Arbeitgeber, wo man wirklich sagen kann, dass er beides unter einen Hut kriegt. Das Thema gut zu wirtschaften, aber auch das Thema faire Bedingungen für die Beschäftigten. Wir hatten ein Vorgespräch gehabt und in diesem Vorgespräch saßen Geschäftsführung und Betriebsrat gemeinsam. Und alle haben da an einen Strang gezogen. Und die Botschaft war im Grunde genommen das, was man hier auch bei den Beschäftigten gehört hat. Wir sind eine Familie. Das heißt, man hat gespürt, dieses Unternehmen lebt. Da ist Power, da ist Energie. Die haben eine Vision, die haben eine Message. Und von daher ist unser Statement ganz klar. Wir wollen eine starke Wirtschaft in Berlin. Wir rollen den Berliner Betrieben die rote Teppiche aus. Am Ende entstehen hier Arbeitsplätze, gut bezahlte Arbeitsplätze und all das brauchen wir, damit es in dieser Stadt auch den Menschen wirtschaftlich gut geht. Also, beides zusammendenken, starke Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit und deswegen sind wir heute hier. Okay. Nun haben Sie aber viel Gegenwind von der Wirtschaft bekommen in den letzten Jahren, Herr Saleh, mit der aktuellen Koalition. Da gibt es viele Rahmenbedingungen, die der Wirtschaft überhaupt nicht gefallen. Stichwort Mietendeckel, Stichwort Vergabegesetz. Heißt das, Sie geben jetzt auch ein Signal, dass da irgendwie ein Kurswechsel in Zukunft kommen wird? Das Signal, was wir ausgeben, ist ganz klar. Wirtschaft heißt am Ende, dass die Menschen hier in der Gesellschaft auch Wohlstand haben. Eine gut funktionierende Wirtschaft, wo die Arbeitsbedingungen stimmen, faire Löhne,
faire Bedingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie hier an diesem Standort bei BMW sind Voraussetzungen, dass es auch einer Gesellschaft gut geht. Und von daher, ich glaube, wir können ganz deutlich sagen, der erste Besuch ist ein Signal, wir stehen für eine starke Wirtschaft hier in dieser Stadt. Und es war auch ein Signal dafür, dass Franziska Giffey noch zu Raed Saleh steht. Für ihn war in den letzten Tagen die Luft dünn geworden. Nach den heftig auch innerhalb der SPD kritisierten Aussagen über CDU und FDP nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen und seinem missglückten Auftritt in einer Satire-Sendung wurde bereits über einen anderen Partner an der Seite der Vorzeigepolitikerin Giffey gemunkelt. Und so musste auch heute die Frage kommen, ob Saleh denn der Richtige für sie sei. Wissen Sie, wir sind ja hier nicht bei der Partnervermittlung und ich habe mich ganz klar hier positioniert. Wir haben eine gemeinsame Kandidatur abgegeben und jetzt machen wir daraus was Gutes. Und es wird immer wieder Punkte geben, an denen vielleicht Leute auch sagen, das finden wir jetzt nicht so gut. Dann müssen wir darüber reden und darüber diskutieren und einen guten Weg gemeinsam finden. Und darum geht es. Aber ich bin da ganz klar an dieser Stelle. Wir haben hier ein Angebot gemacht für die Stadt, für die Partei. Wir wollen die Sozialdemokratische Partei in Berlin voranbringen und wir wollen zeigen, dass das eine Partei ist, die Menschen wählen können, weil sie nämlich die Probleme anpackt, die in der Stadt da sind. Und das ist ein ganz großes Spektrum. Aber es geht darum, dass wir stolz auf unser Berlin sind, dass wir die Stadt als Vorbild entwickeln, weiterentwickeln. Wir sehen heute hier, das ist ein vorbildliches Unternehmen, was in der Welt einzigartig ist. Und so viel haben wir so viel in der Stadt davon. Und da auch mal zu sagen, guckt dahin, schaut dahin, was möglich ist in Berlin und wie wir das unterstützen können. Das ist unser Fokus und das möchte ich gerne machen und das wollen wir gerne gemeinsam auch machen. Die Werbetour durch Berlin wird also weitergehen. Rund 260.000 VW-Dieselkunden aus der Musterklage sollen je nach Modell und Alter ihres Autos Entschädigungen zwischen 1.350 und 6.257 Euro erhalten. Volkswagen und der Bundesverband der Verbraucherzentralen hätten sich darauf geeinigt, dass im Schnitt rund 15% des ursprünglichen Kaufpreises ausgezahlt werden, teilten die Verbraucherschützer am Freitag in Berlin mit. Die Gespräche galten zuvor eigentlich als gescheitert. Dann haben Volkswagen und Verbraucherschützer doch noch einen Vergleich zur Entschädigung von Dieselkunden des Wolfsburger Autobauers erzielt. Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach einem mutmaßlichen Räuber. Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat der Mann in den Vormittagsstunden des 3. Mai 2019 das Gewerbegebiet an der Wittestraße in Tegel. Dabei trug er ein weißes Paket auf der Schulter und ging zu den Büroräumen der dortigen Spedition. Unter Vorhalten einer Pistole und eines Messers forderte er die Mitarbeiter der Spedition zur Herausgabe von Geld auf. Anschließend flüchtete der Täter mit der Beute in einem schwarz-grauen Stoffbeutel in Richtung Holzhauser Straße. Das Paket, welches er zuvor mitgebracht hatte, ließ er am Ort zurück. Darin befanden sich ein gelbes Bandeau-Top, ein Bettbezug und ein Stringtanger. Hinweise auf den gesuchten Mann nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Im Februar waren in Berlin 156.590 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, knapp 3.300 weniger als im Januar, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2% auf 8%. Der Rückgang sei stärker als sonst zu dieser Jahreszeit üblich, hieß es. Der milde Winter trage dazu bei, dass in witterungsabhängigen Branchen früher begonnen werde, erklärte der Berlin-Brandenburger Agenturleiter Bernd Becking. Die Beschäftigung wachse stabil. Dennoch zeigt sich in den Zahlen auch die nachlassende Wirtschaftsdynamik. Denn nach jahrelangen Rückgängen lag die Arbeitslosenquote etwas höher als ein Jahr zuvor, als sie 7,9% betrug. 520 Millionen Euro. Das ist die Summe, die die Deutschen für Schmerzmittel ausgeben. Und die Tendenz zeigt sogar, dass es noch mehr werden wird. Vielleicht kennen Sie das ja. Sie haben Kopfschmerzen und schwupp ist die erste Kopfschmerztablette schon eingenommen. Und das nicht nur bei Kopfschmerzen. Oft nehmen wir Tabletten gegen jegliche Schmerzen. Doch wissen wir überhaupt, was da drinnen steckt? Und wie wirken die dann in unserem Körper? Unsere Reporterin Claudia Patatsch ist mit diesen Fragen zu einem Experten an die Charité gegangen. Und da ist er wieder, der Schmerz. Zum Glück verschaffen Schmerztabletten in solchen Fällen schnell Abhilfe. Professor Dr. Christoph Stein ist Anästhesist am Universitätsklinikum Benjamin Franklin der Charité.
Der Facharzt gilt als Spezialist auf dem Gebiet der Schmerztherapie. Er weiß genau, wie vielfältig Schmerzmittel sein können. Es gibt zwei große Klassen, die man häufig verwendet. Das sind die Opioide. Und die zweite Klasse sind die sogenannten COX-Inhibitoren. Also das sind Ibuprofen, Diclofenac, Aspirin. Das sind alles Mittel, die die Cyclooxygenase hemmen. Deswegen heißen die kurz gesagt COX-Inhibitoren. Es gibt aber auch noch andere Mittel, die in speziellen Fällen verwendet werden, viel seltener. Das sind zum Beispiel Antidepressiva oder es sind auch Antikonvulsiva, die normalerweise für Epilepsie verwendet werden. Das sind aber wirklich nur selten verordnete Medikamente, die bei speziellen Schmerzen wie neuropathischem Schmerz verschrieben werden. Welche Präparate gehören zu den populärsten? Also in Deutschland ist es das Morphin, es gibt auch Fentanyl zum Beispiel, Pflaster, das Tramadol ist sehr weit verbreitet. Dann gibt es weitere wie Oxycodon zum Beispiel, das ist auch ein sehr weit verbreitetes Medikament. In den COX-Inhibitoren gibt es das Diclofenac, das Ibuprofen, das Aspirin, das sind wahrscheinlich die weitesten. Wie wirken denn diese COX-Inhibitoren? COX-Inhibitoren verringern die Synthese, also die Bildung von sogenannten Prostaglandinen. Das sind Entzündungsmediatoren, Entzündungsstoffe, die sich in verletzten Gewebe bilden. Und diese Entzündungsstoffe erregen sensorische Nervenfasern, sodass also die verringerte Konzentration dieser Entzündungsstoffe dann zu einem schmerzstillenden Effekt führt. Die Vorteile von Schmerztabletten liegen klar auf der Hand. Trotzdem sollte man nicht leichtfertig mit ihnen umgehen, denn die Nebenwirkungen können es in sich haben. Bei den Opioiden ist es so, das sind ja die stark wirksamen Schmerzmittel, die wirken direkt auf die sensorischen Nervenfasern und verringern die Erregbarkeit dieser Nervenfasern. Leider wirken sie aber nicht nur auf sensorische Nerven, sondern auch im Gehirn, wo sie im Atemzentrum zum Beispiel wirken. Das heißt, da wird dann die Atemfrequenz, die Atmung selbst beeinträchtigt. Das heißt, der Patient hört auf zu atmen. Das ist auch das allergrößte Problem. Daran sterben dann Patienten, die zu viel Opiate zu sich nehmen. Die wirken auch in anderen Gehirnarealen, zum Beispiel da, wo Übelkeit oder wo Wachheit erzeugt wird. Deswegen wird der Patient müde und verspürt Übelkeit. Bei den COX-Inhibitoren ist es etwas anders. Die haben andere Nebenwirkungen. Die wirken nicht eigentlich im zentralen Nervensystem, sondern haben Nebenwirkungen wie Magenulzera, Magengeschwüre, Blutungen und teilweise auch kardiovaskuläre Komplikationen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Wenn uns der Kopfschmerz quält, greifen wir schnell zur Tablette. Zu schnell, wie Professor Dr. Stein meint. Denn auch frei verkäufliche Schmerzmittel können süchtig machen. Die COX-Inhibitoren wirken eigentlich fast nicht im Gehirn und auch nicht auf dieses Zentrum. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass jedes Mal, wenn der Patient eine schmerzstillende Wirkung erfährt, wird auch dieses Zentrum im Gehirn aktiviert. Das heißt, er erfährt eigentlich eine euphorisierende Wirkung und damit ist auch wiederum der Zyklus der Abhängigkeit angestoßen, wenn man so will. Apropos Abhängigkeit, woran erkenne ich denn, dass ich abhängig bin? Medizinisch ist die Abhängigkeit dadurch definiert, dass das abrupte Absetzen eines Medikaments dazu führt, dass Entzugssymptome auftreten. Also bei den Opiaten ist es ganz klar definiert durch Schwitzen, Herzrasen, Schlaflosigkeit und ähnliche Symptome können auch bei anderen Schmerzmitteln auftreten. Wo und wie kann ich mir denn helfen lassen, wenn ich merke, dass ich abhängig von einem Schmerzmittel geworden bin? Also in schlimmen Fällen muss sowas in einer richtigen Entzugsklinik behandelt werden. Also da gibt es spezielle Programme und spezielle Kliniken, die sich auf Entzugsbehandlung spezialisiert haben, im schlimmsten Falle.
Nach der Therapie kann ich dann wie bei einer Alkoholkrankheit nie wieder Schmerztabletten nehmen? Können Sie schon, aber Sie müssen natürlich viel vorsichtiger sein als vorher. Ja. Dieses, was Sie gerade angesprochen haben, ist das sogenannte Relapse-Syndrom, also der Rückfall. Der ist bei den Opiaten sehr gefährlich, genauso wie beim Alkohol, bei den COX-Inhibitoren etwas weniger gefährlich. Schmerzmittel gibt es viele. Da kann man leicht den Überblick verlieren. Im Falle des Falles gilt aber wie immer der Grundsatz: Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Kino im Knast. Klingt erstmal komisch, ist aber ein wahrer Fakt. Unsere Raquel Crawford ist für Sie in den Bau gegangen, um einen Film zu gucken. Denn in der JVA Plötzensee fand die Premiere des Berlinale-Films Kids Run statt. Und warum diese Erstausstrahlung genau in einem Gefängnis lief, das weiß Raquel. Hallo zusammen, ich befinde mich bei der Justizvollzugsanstalt Plötzensee. Denn hier wird im Rahmen der Berlinale ein Film gezeigt, Kids Run. Und weshalb er für die Gefangenen gezeigt wird, das erfahren wir jetzt. Bereits zum zweiten Mal findet diese außergewöhnliche Premiere der Sondervorstellung in der JVA Plötzensee statt. Nicht nur die Gefängnisinsassen, aber auch externe Berlinale Zuschauer sind gespannt auf den Film. Hör auf, Sonja, Mann. Ich habe 3 Kinder. 1 davon ist deins. Ich brauche die Kohle. Der 27-jährige Andy stammt aus nicht eben einfachen Verhältnissen, hat sich von seiner Frau getrennt und ist alleinerziehender Vater. Trotz der Scheidung begibt er sich hilfesuchend zu seiner Ex, als er dringend eine finanzielle Leihgabe von 5.000 Euro benötigt. Ihm bleiben nur noch 2 Wochen, um ihr das Geld zurückzuzahlen. Hey Jovanovic, willst du mich verarschen? Zahl endlich deine Miete oder du fliegst raus. Als er seinen Job verliert, sieht er nur noch eine Chance. Ein Amateur-Boxturnier. Das ist mal ein ungewöhnlicher roter Teppich hier, Filmpremiere von Kids Run, nicht wahr? Ja, absolut. Ungewöhnlicher roter Teppich, ungewöhnlicher Ort, einen Film zu gucken. Ja. Was hast du dabei gedacht, als du das gehört hast, dass es hier der Film spielt? Fand ich toll, fand ich spannend, weil das einfach, wie gesagt, habe ich noch nie gemacht. Und ich bin gespannt, was für ein Gespräch nachher entsteht oder ob eins entsteht. Und ich finde, das ist eine gute Aktion einfach, ja. Okay, wie war der Dreh von Kids Run? Ganz toll, war auch sofort klar, dass es eine Geschichte ist, die ich erzählen will, in jeglicher Hinsicht. Also, dass ich so Boxen lernen oder anlernen durfte und dass ich tolle Leute einfach um mich herum hatte, dass ich einen Papa spielen konnte, dass ich eine tolle Regisseurin hatte, die eine wirkliche Erzählabsicht hat, auch mit dieser Geschichte, die total gut ist. Und war ein sehr, sehr wichtiges Projekt für mich. Ja, wie wichtig ist das auch für die Insassen, dass die auch daran teilhaben können? Es ist ganz, ganz wichtig, steht auch so als Auftrag im Strafvollzugsgesetz, dass wir den Gefangenen die gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe ermöglichen. Eine Justizvollzugsanstalt ist keine Blackbox mehr, in der keiner weiß, was dahinter passiert. Wie ist denn die Resonanz? Also beim ersten Mal, wie war das? Was haben die Häftlinge gesagt? Die Resonanz war gewaltig. Es ging um eine schwierige Person, eine Systemsprengerin, die durch alle Raster fällt. Da konnten sich doch einige Gefangene sehr mit identifizieren. Es hat noch tagelang eine große Resonanz erfahren. Kommt zur Berlinale. Die Berlinale hat hier den roten Teppich ausgelegt in der JVA Plötzensee. Genau, das macht doch die Berlinale aus. So ein ungewöhnlicher Ort. Also ich denke, die Berlinale steht für Verständigung und Inklusion und Austausch und Information. Und das macht dann auch so eine Veranstaltung wie hier an der JVA Plötzensee möglich, dass das unser Anliegen ist.
Jetzt ist ja die Berlinale fast vorbei und Sie sind das erste Mal dabei. Sagen Sie mal Ihr Fazit. Also einmal ist es einfach toll zu sehen, wie stark die Zuschauer in Berlin, wie die Bewohner von Berlin, die Berliner und Berlinerinnen sich für die Berlinale interessieren und für die vielen verschiedenen Themen, die die Berlinale in ihren Filmen anbietet, auch interessieren. Ob es jetzt politische Themen sind oder Unterhaltungsthemen oder gesellschaftliche, queer, es sind so viele, so eine Spannbreite da, aber all diese Filme finden einen starken Zuspruch und ich bin ganz begeistert, dass wir volle Kinosäle ziehen dafür. Ja, und auch dieser Kinosaal ist voll. Berlinale goes Kiez in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee. Und falls Sie auch gerade Freigang haben, zeigen wir Ihnen jetzt, was in Berlin so los ist. Der Sound der Insiders überzeugt durch soullastige Satzgesänge und mal ruhige, mal anmutige, teils aber auch progressive instrumentale Arrangements. Bei ihren Konzerten entführen sie das Publikum auf eine Reise in eine Welt der Freude, der Liebe, des Kampfes und der Leidenschaft. Die Insiders am Samstag um 20 Uhr im Wabe. Karten gibt es ab 12 Euro. Neue Künstler können sie am Samstag im Fabriktheater Moabit erleben. Beim Poetry Slam stehen neue Künstler auf der Bühne, die ihre Werke zum Besten geben. Los geht es um 19 Uhr und der Eintritt kostet ab 13,60 Euro. In schweren Zeiten sollten Menschen lieber enger zusammenrücken und am besten geht das am Samstag im KitKat Club bei der Disco Bizza. Auf 4 Floors geht es verrückt und bunt zur Sache. Damit das Gesamtkonzept dieses Abends aufgeht, werden die Gäste gebeten, sich sexy, fetisch, gossig, chic oder einfach nackt zu kleiden. Los geht es um 23 Uhr und der Eintritt kostet 10 Euro. Früh kommen lohnt sich und nicht vergessen, alles kann, nichts muss. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht bleibt die Wolkendecke geschlossen. Die Temperaturen sinken auf 1 Grad. Das Wochenende beginnt trüb mit Regen am Vormittag. Im weiteren Verlauf ist es wolkig und die Sonne zeigt sich nur vereinzelt. Das Quecksilber steigt maximal auf milde 12 Grad. Und der Ausblick: am Sonntag zeigt sich der Himmel bedeckt. Erst am späten Nachmittag bricht die Wolkendecke auf und die Sonne kommt durch. Dafür bleibt es aber trocken. Die neue Woche startet erst einmal mit leichten Regenschauern. Gegen Mittag nimmt die Niederschlagswahrscheinlichkeit aber ab und es wird zunehmend sonnig. Und am Dienstag erwartet uns dann ein Mix aus Sonne und Wolken. Die Höchsttemperaturen bewegen sich konstant bei 9 Grad. Und wieder ist eine Woche geschafft. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und freue mich, Sie am Montag hier wieder begrüßen zu dürfen.